Deutschlands selbstberufene Hilfspolizei trifft sich heute in diesem Fitnessclub in Altenburg. Raucherpause. Der Generalstab bleibt wachsam. Aufgeräumte Stimmung. Und das, obwohl der Staat gerade das Tragen eigener Uniformen unterbunden hat. Unverständlicherweise. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland nicht ein einziges Gesetz, wo drin steht, dass das Tragen von Uniformen verboten ist. Ja. Jedweder Couleur. Es gibt auch kein Gesetz, wo drin steht, dass sie nicht die Aufschrift Polizei tragen dürfen. Leider ist die Dienstkleidung, die echten Polizeiuniformen verdammt ähnlich sieht, inzwischen beschlagnahmt. Die guten Stücke des deutschen Polizeihilfswerks, so nennt sich die Truppe, sind Beweismaterial. Denn gegen das DPHW wird wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Vor einer Woche durchsuchten Spezialeinheiten der echten Polizei bei den Generalstäblern der selbsternannten Hilfspolizei. 7 Wohnungen in Sachsen und Brandenburg. Rüdiger Zwickirsch vom operativen Abwehrzentrum Rechtsextremismus wertet aus, was bei der Razzia beschlagnahmt wurde. Unter anderem haben wir hier einen Einsatzkoffer. Das geht los über die hier hinten zu sehende Bekleidung, unterschiedliche Einsatzjacken, sagen wir in der Winter- und in der Sommerausstattung. Wir haben leichte Sommerbekleidung in Form einer Bluse. Wir sehen hier übrigens auch die Schulterstücken, die im Prinzip die abgestuften Dienstgrade in der DPAW symbolisieren. Wir haben Einsatzstiefel und wir haben insbesondere bei der Durchsuchung in Brandenburg auch die Tatmittel entdeckt, die bei der Handlung gegen den Gerichtsvollzieher verwendet wurden. Hier diese Einwegfesseln, mit der der Gerichtsvollzieher dann doch massiv an der Handlung gehindert wurde. Ein Beamter in Fesseln. Dieser Vorfall hat die Behörden alarmiert. Am 23. November wollte ein Gerichtsvollzieher hier in Bärwalde bei Meißen Schulden eintreiben. Er wurde von einem Trupp in DPHW-Uniform festgenommen. Die richtige Polizei befreite ihn, der Mann ist seither krank. Kein Einzelfall. Mehrfach versuchte das Polizeihilfswerk, die Vollstreckung von Geldforderungen zu verhindern. 11. Oktober, Sonneberg. Hier musste die echte Polizei eingreifen, weil Mitglieder des DPHW den Chef des Finanzamts bedrängten. 29. November, Weimar. Die echte Polizei wurde gerufen, weil Uniformierte des DPHW eine Gerichtsvollzieherin festnehmen wollten. Gegen 7 Beschuldigte wird ermittelt. Gerichtsvollzieher Roland Höhne hält das Polizeihilfswerk für eine neue Masche sogenannter Reichsdeutscher. Leute, in deren Augen die Bundesrepublik nicht existiert. Sie wähnen sich als Bürger des Deutschen Reiches. Oft ein Vorwand, um Schulden nicht begleichen zu müssen. Ich vermute, dass diese Leute, die sich hier mit solchen Scheinuniformen einkleiden, entsprechend Druck aufbauen zu wollen gegenüber staatlichen Einrichtungen, gegenüber uns, anderen Vollstreckungsorganen, gegenüber anderen Behörden, mit denen sie zu tun haben. Und gleichzeitig versuchen sie, Eindruck zu schinden bei eventuellen Gesinnungsgenossen. Kriminelle Vereinigung, Freiheitsberaubung, Amtsanmaßung. Das DPHW hält die Vorwürfe für völlig unbegründet. Wir treffen Pressesprecher Holger Fröner. Er genießt aufgrund seiner verschwörungstheoretischen Bücher einen gewissen Kultstatus in der reichsdeutschen Szene. Fröner kann seine Uniform noch anziehen. Im Gegensatz zu den anderen hat die echte Polizei bei ihm noch nicht beschlagnahmt. Die Aufgabe des Staates soll nicht übernommen werden, es soll ergänzt werden. Auf der anderen Seite sollte darauf geachtet werden, dass Rechte eingehalten werden. Tatsächlich beschränkt sich die angebliche Bürgerwehr darauf, Gerichtsvollzieher vom Schuldeneintreiben abzuhalten. Festnahmen seien völlig legitim. Es wurde dann, als der Gerichtsvollzieher sich seiner Personalienfeststellung durch Flucht entziehen wollte, lediglich das Grundstück abgesichert, also in der Form, dass das Tor geschlossen wurde. Und das DPHW sagt, okay, wir warten jetzt mal, bis die Polizei hier ist, die vom DPHW selbst gerufen wurde. Von solch dubiosen Helfern will die echte Polizei nichts wissen. Das DPHW brauchen wir nicht. Wir sind als Polizei im Freistaat Sachsen, aber auch in den anderen Bundesländern durchaus in der Lage, unsere Aufgaben zu erfüllen. Wir brauchen aber niemanden, der Straftaten begeht, der eigentlich zur Verunsicherung der Bevölkerung beiträgt, um uns Partner zu sein.
Die Razzia, auch eine Machtdemonstration des Staates. Selbsternannte Hobbypolizisten werden nicht geduldet. Doch für Entwarnung ist es viel zu früh. Mit Sicherheit ist das Problem nicht gelöst. Mit Sicherheit werden diese Gruppierungen weiterhin versuchen, ihre Standpunkte darzustellen und weiterhin versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen, beziehungsweise ich habe den Eindruck, einige machen sich einen Volkssport daraus, um sich dann hinter ihren Kronenansichten zu verstecken und ihre Schulden nicht bezahlen zu müssen. Auch am Sonnabend in Altenburg interessiert sich die echte Polizei dafür, was ihre unerwünschten Hilfskollegen so treiben. Doch die Razzia vor einer Woche habe nicht geschadet, tönt der Generalstab. Im Gegenteil. Die Resonanz ist ganz einfach, dass viele Nachfragen kommen. Die Kontakte immer weiter. Also die haben jetzt nach dem 27. noch mal massiv zugenommen. Die echte Polizei darf sich noch einige Belehrungen anhören darüber, was Recht und Ordnung ist. Hier sprechen schließlich echte Fachleute. Dann würde das bedeuten, dass in ihrem Dienstablauf oder in ihrer Behörde, in der Weitergebung von wichtigen, die zu ihrer Dienstausübung wichtigen Sachen, dass ihnen dort ganz einfach Sachen vorenthalten werden. Irgendwann reicht es auch den geduldigsten Beamten. Für heute ist Schluss.